Hallöchen, Hallöchen, was geht ab, ihr geilen Dorsche? So. So, eine Kamera haben, oder? Ganz ehrlich, ihr wollt mich schon sehen. Seid ehrlich. Ihr habt schon ein bisschen Bock auf mein hübsches Gesicht. Du bist ein toller Streamer und Spieler und bereicherst Luft Deutschland. Kannst du, Weikoxain, kannst du das ganz kurz vielleicht auch, also den gleichen Text nächste Woche ist irgendwie so ein Winterclash oder sowas von Riot Games, ne? Und da bin ich jetzt gar nicht so direkt eingeladen worden. Die haben mich wahrscheinlich einfach übersehen. Ne? Die haben einen der größten und langjährigen Content-Creator, der alle Games schon gestreamt hat, zu großen Teilen und sich eigentlich immer nur abfällig über Riot Games und ihre Solo-Queue- und Patch-Politik beschwert und den Rest auch gerne mal lobt, haben sie einfach vergessen. Und das finde ich komisch, aber das zum Beispiel könnte man ja mal schreiben. Ne? Riot Games, Rückkehr 1, ein toller Streamer und Spieler und bereichert die Kluft in Deutschland. Ne? Und dann denken die vielleicht, oh, unser Fehler. Ne? Könnte sein, maybe. Rückkehr 1 reformed, ich bin sowas von reformed. Ich bin so reformed, ich habe mir heute extra ein Kondom übergezogen, bevor ich dann Blumen gegossen habe. Ist ein komischer Fetisch von mir, aber ich habe es getan. Ne? Ich finde Gartenpflege wichtig. Der Play war actually. Ich fand den Play gut von dem Thresh, ne? Aber der Phil ist einfach nicht gerootet. Oh ne. Ich bin der Green Minister 3000, dass ich das spiele, aber it's fine. Also, ich wundere mich sehr, dass ich quasi hier nicht gewinnen konnte, obwohl der Flash und Double gebombt hat, aber der Damage von Aufhele ist so crazy. So insane stark, der Champ. Weil ich einfach keine Schnitte habe, ne? Und die Lane, die wir spielen, die ist schon LEC-lastig, ne? Die ist schon sehr, sehr strong. Die zeigen jetzt noch nicht genau warum, aber. Ja, Felios hat seinen Q aktiviert und hat damit halt den kompletten Damage in mich reingeballert. Ja. Ich weiß nicht genau, in welcher Welt er lebt, ne? Sweet. Was aber in Season 12 noch passiert, ist echt crazy. Oh shit. Tower spielen etwas mehr, maybe. Superior Champs gepickt, kann das sein? Legit, ne? Ich hab einen Mythic so und Akali hat einen Mythic. Was sie machen kann und was ich machen kann, Tag und Nacht. Wenn ich weiß, wie Xayah eben macht, dann. Auch das ist eine große Hilfe, jawohl. Sollte Maybe Mitte halten, oder?
als Ideechen. Ich kann euch auch nicht sagen, warum der Hecarim nicht für Thresh Aphelios gespielt hat, ne? Wofür hat Hecarim gespielt in dem Game? Warum ist Jungle so busted? Weiß keiner. Und ich habe am allerwenigsten. Warum versucht man Zilin alleine in den Vladimir reinzuspielen, ne? Weiß keiner. Ich finde die weiße Werten nicht so strong und die grünen auch nicht. Und dann sterbe ich einfach fast. Die Leute nehmen schon relativ random Fights, ne? Okay, das war durch Exhaust. Hat ja Spaß gemacht. Okay, ich muss raus. Ich finde das ein bisschen cringe. So. Ich finde mir ein bisschen cringe als Champ. I don't know. Ich bin irgendwie strong. Irgendwie nervig strong. Einfach so ein übelster Stat-Checker, wisst ihr? So, wenn der genug Stats hat, dann kann ich halt nicht spielen. Jetzt hat er nicht genug Stats, also verliert er. Ist ein bisschen doof. Mag das nicht. Guck mal, jetzt seine Wölfe angefangen, aber nicht gefinished. Sind das jetzt meine Wölfe? Das ist jetzt Besitz der Bundesrepublik Deutschland. Dankeschön. Oh mein Gott, ich bin tot. Naja, mein Team hat mich, I guess. Lieber so als von einem Assassin, nehme ich an. Ja, fast zwei Items. Ja, vor allem haben Mage aber auch immer diese Utility-Items und haben trotzdem übel viel Schaden. Ne? Das ist ja sehr komisch. Ja, gutes Game eigentlich, ne? War ich sehr zufrieden mit. Landing Phase war Giga-Free gegen Michael und plus 18. Aber im Grunde genommen war es, glaube ich, einfach eine insane Jungle Diff. Von, ja, kann man, glaube ich, so unterschreiben. So, jetzt mache ich aber noch eins, weil ich muss sagen, warum nicht, oder? Also, warum soll ich jetzt aufhören? Ich habe jetzt eigentlich jedes Xayah-Game gewonnen. Boah, Junge, ich hab mich im Spiegel gesehen, ne? Und ich bin so hübsch. Ist der Wahnsinn, ey. Kann man so attraktiv sein? Ich weiß es nicht. Ist er jetzt abgehoben? Nee, ne?